mein Auto wollt nicht artig sein. Ich kam zu Fuß, die Klinik dunkel, Tür war zu. Dort schliefen alle längst in seliger Ruhe. Die Glocke war nicht laut, keiner hörte mein Geschrei. Doch Gott sei Dank hatte ich mein Handy dabei. Lasst mich rein. Zuerst die Nummer von der Klinikrezeption. Frau Wendt befand sich auf dem zweiten Rundgang schon. Die Durchwahl der Station machte mich nicht froh. Die Schwester war im Gang, ihr Handy schwamm im Klo. Lass mich rein. Die Auskunft gab mir Rat und Nummern in Bad Pyrmont. Es war 23:30 und ich hätte schlafen schon gekonnt. Auf dem Balkon der 2 stand eine Frau im Hemd. Sie schwamm das Rund und sang eine klagende Melodie. Oh, es tut mir leid, aber ich bin selbst ausgesperrt. Die Nummer, die ich dann wählte, war ein Altersheim. Providencia oder hier Frau Frankenstein. Doch die Verbindung war auf einmal gestört. Ich hörte einen Schrei und diese Klagen. Jetzt lassen Sie mich doch verdammt nochmal endlich rein! Oh Mann, ich hab ihn noch von eben schon gesagt, ich bin selbst ausgesperrt. Dann wählte ich die etwas andere Nummer gleich. Als ich die Stimme hörte, wurde ich ganz bleich. Der Chef der Klinik war von meinem Anruf wohl nicht gerade erfreut. Gott, war das peinlich und ich hab es gleich bereut. Oh Mann, ey. Ich will doch nur rein. Auf einmal kamen 3 Gestalten anspaziert. Mammut, sonst hätte ich für nichts mehr garantiert. Die waren sternhagelvoll und Reste vom Hotel. Der Schlüsselkasten nach einer Stunde endlich voll.